Susul, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zu einem kleinen Special. Ja, der Tag der Wahrheit ist gekommen. Morgen kommt an die Arbeit raus und ich habe ja gesagt, dann wird die Chaos-WG auf euren Wunsch hin gesplittet, damit Jerry dann auch mal noch zu seinem eigenen Kind kommen kann und dann nicht der Haushalt aus allen Nähten platzt. Und da ja auch so viele gefragt haben, ja, wie geht es denn, dass ich nicht mit der ganzen Familie ausziehen muss, mache ich daraus einfach ein kleines Extra-Special-Video, damit ihr euren Haushalt aufteilen könnt. Ich habe noch nicht herausgefunden, ich glaube, es geht nicht mehr wie früher bei das Telefon, dass man einfach bestimmte Sims auswählen kann, die dann ausziehen und sich eine neue Bleibe suchen. Ihr müsst jetzt auf den zu teilenden Haushalt gehen, hier unten auf Mehr, dann hier auf Haushalt verwalten. Dann wird er euch hier angezeigt. Und dann habt ihr hier die Schaltfläche Sims zwischen Haushalten verschieben. Da müsst ihr dann drauf gehen und na, das Menü, das kommt euch dann doch bestimmt schon wieder eher bekannt vor. Ausziehen werden Felix. Oh, Moment. Willow Creek. Oh je, müssen wir hier jetzt... Ach ja, genau, stimmt. Ihr könnt es entweder zu einem anderen Haushalt verschieben oder einen neuen Haushalt erstellen. Wir erstellen einen neuen. Da kommen Felix rein, genau, und Alexis. Der wird dann direkt ein Elternpaar mit verschoben, ein Elternteil. Und Max kommt auch noch rein. Aber ihr habt es nicht anders gewollt. Die ziehen dann mit 20.000 Simoleons aus. Und können sich jetzt das Haus natürlich erstmal nicht leisten. Das ist ja schweineteuer. Ich werde jetzt übergangsweise erstmal irgendwo reinhauen, dass ich denen dann ausnahmsweise mal das Geld entschiete, dass sie hier rein einziehen können. Ihr klickt dann einfach hier auf irgendeinen Haushalt. Oh je, wir haben ja schon alle besetzt. Oh nein, ich glaube, wir müssen mal kurz hier die Nachbarschaft wechseln. Das ist dann natürlich auch möglich. Haben wir hier irgendein Haus, was noch nicht besetzt ist? So, Haushaltsverwaltung. Da haben wir jetzt Kadis Gemurkse, unseren neuen Haushalt drin. Haushalt auf ein Grundstück verschieben. Und die können wir hier jetzt einziehen lassen. Wie gesagt, ich habe sie jetzt dann nur übergangsweise einziehen lassen, um ihnen, ja, ich cheate mal, das Geld zu beschaffen. Um hier in ihr eigens gebautes Häuschen einziehen zu können. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ihr habt jetzt gesehen, wie man einen Haushalt trennt, wenn ihr bestimmte Sims ausziehen lassen wollt. Ihr habt gesehen, wie sich die Chaos-WG aufgeteilt hat. Und dann geht's morgen richtig los mit an die Arbeit. Bis dahin, tschüss!